Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Assassin's Creed. Ja, ich bin immer noch in der Realität, aber ich glaube, es geht gleich wieder zurück Richtung Animus. Ich muss mal gucken, wie Alter ihr eigentlich überlebt hat. So, ihr Leute. Die sind jetzt weg aus dem Konferenzraum. Wo sind die denn hin? Ah, die kommen da gerade. Na? Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Hat sie ihn doch überzeugt bekommen. Kann ich ja nicht rein? Na gut, dann jetzt also schlafen. Und ein bisschen erholen. Upp. Ist das mein Zimmer? Ja. Verdammt, abgeschlossen. Na, das war doch klar, dass sie mich hier nicht rauslassen. Aber vielleicht komme ich irgendwie anders noch raus. Hm? Oh, nee, ich muss direkt schlafen. Okay. In Jeans, ohne mich unter die Decke zu legen. Das nenne ich mal gemütlich. So schlafe ich daheim auch immer. Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Na, Puppe? Puppchen? So. Was ist denn aus hier? Verschwenden Sie keine Zeit und fangen Sie an, Mr. Miles. Ja, also dann fortsetzen, oder? Das ist ja dann mit Erinnerung 2, sind wir schon. Wie viele gibt es denn eigentlich? 3, 4, 5, 6, 7? Na gut, wir machen einfach mal Fortsetzung. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten, der Ungeborenen, auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, hier, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielt es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird.
ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Na ja. Ich wurde dekadiert. Ich habe keine Waffen mehr. Okay. Und soll jetzt einen Verräter finden, von dem ich gar nichts weiß. Na gut, aber ich habe ja die Minikarte, da lotst es mich irgendwo hin. Balance wieder lang ausweichen kann ich nicht. Ich kann jetzt gar nichts mehr. Naja gut, so ist es doch meistens, oder? Jetzt fange ich also wieder ganz bei Null an. Und ich suche den Verräter. Ja, das Spiel wird mir helfen dabei. Oh, schon fast da, ne? Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Ich werde eigentlich jetzt nur getestet, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe. Viel mit einer tatsächlichen Aufgabe hat das gerade nicht zu tun. Naja, gut. So. Ich sehe auch keine Drohnen und nichts auf der Minikarte. Das ist mal ganz merkwürdig und ganz ungewohnt. Was aber nicht bedeutet, dass es keine gibt, oder? Was ist das? Ah. Flacken. Ich erinnere mich. Ich glaube, die gab es auch im zweiten... Und das Witzige ist, wow, dass ich auf diese Art und Weise sterbe. Yay! Okay, naja, hin und wieder muss man nochmal sterben. Schreiten die Wachen nicht ein. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn jetzt wieder auferstehe. Ah ja, bei der Fahne, okay, die wird gespeichert, alles klar. So, hier darf ich doch runter, genau. Ich habe ja auch fast kein Leben mehr im Vergleich zu vorher. So. Ja, das heißt, ich werde hier aber auch keine komischen 100% machen, weil ich gar keine Ahnung. Also die Fahnen, das ist mir echt zu kompliziert, die zu suchen, wenn die mir nicht mal auf der Karte angezeigt werden. Da ist die Lumida faul. Ganz schön faul sogar. Und hier gibt es ja auch, glaube ich, noch keine Sondereinsatzziele, sodass man wirklich 100% hat. Also. Setzen sich auf eine Bank in der Nähe. Das ist also der Marktplatz, da geht ja mal gar nichts ab. Wenn mir jetzt noch sagt, wo hier eine Bank sein soll. Bank? Ah, da hinten. So, und jetzt... lauschen wir mal. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher.
Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Tja, wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. So. Eine Erinnerung haben wir schon mal. Jetzt müssen wir den Korbflechter finden. Der ist wahrscheinlich am anderen Ende der Stadt. Das geschieht dir ganz wohl. So. Was mag ihn veranlassen, so zu retten? Ich hätte verletzt werden können. Nehmen wir dann hier hoch. Warum tut er das wohl? So. Wohin mag er verschwunden sein? Ja, vielleicht ist es ab und an doch ganz, ganz cool, mal hochzulaufen. Huch. Nee. Ja, jetzt habe ich doch wieder Lust darauf, diese blöden Flaggen zu finden. Ich fasse es ja nicht. Aber das mache ich jetzt nicht. Wie kann ich mich denn jetzt... So kann ich mich fallen lassen, okay. Alles klar. Hier, so drücken Sie F. Ne, aber nicht, wenn die mich so angucken, oder? Zu nah für Taschendiebstahl? Ja, aber ich muss doch nah dran sein für Taschendiebstahl. Oder geht's wirklich darum, dass sie mich gerade nicht bemerken? Ups. Ups. Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Lass mich in Ruhe. Wow, aua, 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 aua. So. Ah, okay. Okay, wenigstens ist die KI noch blöder als in den neuen Teilen. Halten wir das mal fest. Aber das war jetzt schon mega blöd. Ich wollte eigentlich untertauchen. Genau, das wollte ich machen. So, dass man hier ein bisschen... Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So. Jetzt läuft das mit dem Taschendiebstahl. Taste 2 war nicht auf die mittlere Maustaste gelegt, ne? Das ist mittlere. So. Ich glaube, ich muss eindeutig näher ran. Tschack. Sehr schön. So, Masuna der Zypresse finden. Okay, Zypresse ist ein Baum, ne? Ja, doch. So. Glaubt ihr, dass ihr von mir verfolglich anblickt? Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. So. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Befragungsmission aktivieren. Ihr werdet es sehen. Ach da. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Okay. Okay, ich soll ihn also schlagen. An einem abgelegenen Ort. Na gut, dann verfolgen wir ihn mal. Ich find's irgendwie cool, dass man ständig merkt, dass man in einem Animus drin ist. Ne, so diese digitalen Fingerabdrücke die ganze Zeit.
Das ist ja in den neueren Teilen gar nicht mehr so. Da wirkt es ja wirklich wie die Realität. Und hier ist man sich einfach konsequent bewusst, doch in so einer Virtual Reality zu sein. So was in den eigenen Erinnerungen, ne? Muss man mal dazu sagen. So, hier, das ist doch jetzt abgelegen genug. Guck, du hast ein paar Informationen, die ich gerne von dir hätte. So. Muss ich dich jetzt erst niederknüppeln oder... Au! Angreifen! Okay, ich bin definitiv sehr schlecht da drin. Genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Hab was gelernt. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ja, bitte. Wieder bei 0 anfangen. Okay, neue Waffe. Wir haben das Schwert und die verstückte Klinge und ich kann im Hof damit trainieren. Das will ich gar nicht. Ja, der Vogel ist mal eben durch ein offenes Fenster geflogen, ne? Ich hab gedacht, da wären Scheiben drin. So modern sind wir hier ja wohl scheinbar noch nicht. Okay. Jetzt habe ich sogar 2 Markierungen hier. Upp.
gucken wir uns auch draußen mal gleich so die erste an. Wird noch jemand anrempeln. Ja. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Okay, also ich muss trainieren. Ich darf nicht nur. So, aber egal, drücken wir das so ein, zum Angriff. Okay. Alles klar. So. Ja. Drückst du das nur, um anzugreifen? Okay. Yay, das war mein Kombo. So. Soll ich jetzt wirklich genau den Moment passen, wo mein Klinge das Schwert berührt vom anderen? Das ist aber gar nicht so leicht. Das Werk eines Meisters. Also. Ah, doch, okay, mit ein bisschen Übung. Meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Yay, und ich glaube, ich habe sogar noch ein Dings mehr. Ne, wir verlassen jetzt mal das Tutorial. Aber, ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. So. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Ich kann einfach wiederkommen, oder? So. Und jetzt, da hinten geht's raus. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. Ja, eins werden mit der Klinge, bla bla. Mit dieser Kampfkunst-Schnulli-Kram. Was gibt's hier oben eigentlich noch? War ich ja hoch? Nee. So eingeschränkte Open World quasi. Es sieht doch aus, als ob es hier noch so eine Fahne gibt. Ich bin so doof, echt, dass ich jetzt schon wieder anfange, so einen Mist zu sammeln. Oh, da hinten tatsächlich. Sieh da. Genau gewusst, da ist noch eine. 2 von 20, immerhin. Jetzt. Ich muss mich ein bisschen abkürzen, da irgendwie runter. Upp, jetzt wäre ich beinahe ganz runtergesprungen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Es sind aber auch viele Wachen unterwegs, ne? Aber gut, die sind ja alle, die gehören ja... Sie gehören nicht direkt zu mir, aber sie tun mir jetzt erstmal nichts Böses. Okay. Da oben ist noch einer. Juhu. Wahrscheinlich sind sie alle irgendwie oben. Müsste ich ja eigentlich konkret nachsuchen, ne? sonst tue ich mir damit, glaube ich, echt keinen Gefallen. 3 von 20, ja. Massiv. Hab ich echt eine Karte? Ja, tatsächlich. Oh, ich wollte nichts markieren. Sehr cool. Aber es ist ja, also hier in dem Raum sind überall 20 Karten verteilt. Na dann, also. Blöd, dass man diese Karte nicht so minimäßig angezeigt bekommt. Also, sondern nur die Sachen, wo man hin muss. Also, wir gucken erstmal was. Tut das nie wieder. Nee, ja, was da links ist. Nee, wieder. Gehst du wieder hoch? Aber hier kann ich doch runterspringen. Whee! Die machen aber auch echt in jedem Assassin's Creed Spaß, auch in den alten. Also die Sprünge. Da oben ist doch auch wieder was, oder? Tadam.
Oder war ich da jetzt schon? Ich finde, das sieht alles so super gleich aus. Aber da kann ich auch wieder runterspringen. Sehr gut. Zumindest mal Ausschau halten. Bevor ich jetzt bei allem wieder hochkletter. Da hinten ist noch einer. Na. Spring rüber. Spring. Jaha. Was tut er da? Das sah gerade so aus, ob gleich zwei da sind. Aber ist nur einer. 4 von 10. Und da oben ist noch einer. Na komm, also wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn ich die sehe, dann nehme ich sie auch mit. Ich werde sie am Ende nicht alle suchen. Vielleicht mache ich sie ganz, suche ich sie ganz am Ende nochmal. Keine Ahnung. Aber nicht so zu, nicht so akribisch wie Zitronen und den Kram in den anderen Teilen. Yay! Sammelleidenschaft. Okay. Ja, vor allem, wenn man halt oben ist, kann man ja auch mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Das ist wenigstens noch echte Suche, ne? Das ist nicht nur eh was, was man auf der Karte hat abarbeiten. Chuck. So. Oh, Entschuldigung. Oh, ich sehe auch schon, die Zeit für die Folge ist auch schon wieder abgelaufen. Das heißt, wir werden die nächste Quest eh erst in der nächsten Folge anschneiden. Und dann mache ich an der Stelle mal noch eine kleine Pause. Das ist ja ab der letzten Flagge, müsste ja gespeichert sein. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Ich wünsche euch wie immer bis dahin alles, alles Gute. Ciao!